Hallo Klingenabendler, wir sind jetzt hier bei Feuerland. Neben mir sitzt der Frank. Hallo Frank. Ja, hallo. Jetzt möchten wir euch einfach mal so eine Präsentation machen, was 2017 von Feuerland herauskommt, was es für Ergänzungen gibt. Und das erste legt ihr schon mal aus. Ja, das ist eine Erweiterung von Aale Erde, wo ich euch kurz was zeigen kann, was euch da erwartet. Der Jörg ist hier jetzt gerade ganz spontan vorbeigekommen und darum haue ich einfach mal kurz was auf den Tisch, ja, ohne groß vorbereitet zu sein. Also Aale Erde, es gibt eine kleine Erweiterung und die nennt sich Tee und Handel. Zum einen führt sie den Ostfriesentee ein, neben dem Holz und den Ziegeln kann man dann also auch mit Tee handeln. Und dazu gibt es passend einen Hafenplan und Schiffe, mit denen man auf Handelsfahrten gehen kann. Oder das ist das zum Beispiel ein Handelsschiff. Mit dem Handelsschiff kann man dann nach Indien fahren, um Tee zu holen. Und als zweiten Typ gibt es da noch kleine Kutter, mit denen man Waren aufwerten kann, aber auch Nahrung bekommt. Also neben den Fuhrwerken kommen jetzt noch die Schiffe ins Spiel, mit denen man nach Indien, England, Norwegen und Finnland fahren kann. Man bekommt Tee. Und natürlich gibt es dann auch noch eine Reihe neuer Gebäude. Es wird hier je nach Spieleranzahl, werden hier so Anlagen kommen an den Plan. Und dann gibt es für die verschiedenen Farben neue Gebäude, die neue Sachen machen. Unter anderem eben auch mit Tee. Das ist die eine Sache. Dann gibt es ein neues Spielkonzept und zwar sind das Gräben. Ostfriesland ist durchzogen von Gräben, ja, durchzogen von feuchten Wiesen. Man nennt diese Gräben Schlote in Ostfriesland und es wird einen weiteren Handwerksleiste geben, den Grabspaten bzw. den Schlotzieher, mit dem kann man Schlote legen, das Land entwässern und damit zum Beispiel Moore entwässern oder die Schafzucht verbessern. Ja, das ist noch eine weitere. Und dann gibt es noch, werden wir es möglich machen, Aale Erde auch zu dritt zu spielen. Ja, und dazu gibt es dann einen neuen Aufleger. Es wird dann nicht mehr über 9 Runden gespielt, sondern nur noch über 7. Die Startbedingungen sind etwas anders. Man fängt also auch schon ein bisschen mit ein paar Startressourcen mehr an als im Zweierspiel, sodass man schneller in Fahrt kommt. Und ja, also wer dann Aale Erde sehr mag, kann es dann auch jetzt mit einem dritten teilen. So viel hierzu.